Also, Eco-Perspektive an. Soll ich da, ich hätte nochmal warten sollen. Für meine Magicka. Ich will auf jeden Fall Destruction. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das Level-System funktioniert. Muss ich Destruction durch Benutzen von Destruction-Spells leveln oder. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh! Verrückt! Du Verrückter! Nein! Alter, der macht. Alter! Alter! Die können was! Die können was! Nein! So, du bist schon mal down. Dort ist auch kein Gesicht. Komm, hier haben wir leichten Armor, auch wenn's. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Und dann heilen wir uns gleich. So, wo ist er? Wo versteckst du dich? Da hinten! Weit bist du ja nicht gekommen. Du kannst dich bei deinen eigenen Türen öffnen. Du Schisse, warum läufst du eigentlich weg? Willst du denn, entweder will seine Freunde holen? Ist eigentlich eine gute Übung gerade. Eine gute Treffübung. Ich find's auch schön. Hat er schon keine Magicka mehr oder was war gerade bei ihm los? No, no, no. Don't run away. Komm! Und ein letztes Mal. Sehr schön. So, aber. Oh, ist der Aufbau der Höhle anders? Ich habe sie anders in Erinnerung. So, nee, Heavy Armor brauchen wir nicht. Das kann man verkaufen. Das kann man auch. Nehmen wir mit. Gold auf jeden Fall auch. Mondzucker nicht, sonst möchte keiner mit uns handeln, weil jeder auf magische Weise weiß, dass wir das dabei haben. So, das Gold nehmen wir natürlich mit. In der Barrel ist ein. Die Höhle ist anders. Oder kommt es mir nur so vor, weil die Texturen anders aussehen? Also ich erinnere mich noch daran, dass man hier durchtauchen konnte und dann das Skelett da unten. Mit der Angel. Corps. Ja, Bone Meal nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Bisschen gutes Bone Meal. So, und dann. Ja, dann geht's da wirklich schon weiter. Aber finde ich schön, dass alles anders aussieht. Wahrscheinlich täusche ich mich einfach nur. So, die nächste Kiste. Alte. Also, guter Start. Geht hier auf jeden Fall ab. Genau. Und dann resten wir mal kurz. Steel Claymore. Alter. Das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch mit. Gold gibt es natürlich auch. So, was haben wir hier? Nichts Bedeutsames. Ein paar Alchemie-Zutaten. Kann man auch immer brauchen. Viel Kleidung. Sko-Oma. Wenn wir es verkaufen könnten, wenn wir innerhalb von kürzester Zeit reich. Ich weiß nicht, ob es in Morrowind einen Händler gibt, der Sko-Oma kauft. Das ist auch. Das finde ich schön. Ich weiß echt noch, das Spiel ist so umfangreich. Und so detailliert teilweise. Es gibt auch so viele Quests. Und ich kenne echt noch nicht viel dafür, dass ich das Spiel schon so oft gezockt habe. Ich muss mit dem Scheiß Speichern aufhören. Sorry an alle Anti-Speicherer. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. So. Ist hier noch irgendwas im Wasser versteckt? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus, ne? So, dann nehmen wir hier auch mal noch für Wasseratmung und Wasser. Was? Oh! Erschreck dich nicht so, du Sack. Was haben wir hier? Natural Leather, Life Pauldron. Diese einzelnen Goldstücke, damit muss ich mich ja eigentlich nicht aufhalten. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Spring! Anständig, come on. So, wo ist denn das Schulterstück? Das Schulterstück. Sonst haben wir eigentlich nichts, was wir noch ausrüsten könnten, oder? Ich finde es in Morrowind auch schön, dass es Waffenkategorien gibt. Es gibt Speer, stumpfe Waffen, lange Waffen. Das alles fehlt mir in Skyrim. Auch in Oblivion. Aber ich erachte Oblivion sowieso als den schlechtesten Teil der ganzen Reihe. Womit ich nicht sagen will, dass er schlecht ist. Bloß im Vergleich. Vielleicht hassen mich jetzt auch viele. Weil ich Oblivion
niedriger als Skyrim Einstufe. So, und da haben wir es auch schon. Da haben wir es auch schon. Easy weggeskillt. Easy weggeskillt. Dann gehen wir jetzt zurück, verkaufen den ganzen Schüssel. Und dann ab nach Balmora. Und dann geht's los. So, oh, meine Tastatur wird euch noch richtig nerven. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt so krass hört. Aber ich spamme die ganze Zeit eh um... um öfter springen zu können und somit schneller zu sein. Was machst du denn da unten? Ich dachte, da liegt ein Goldstück und dann blitzt sie mich da unten an. Level 70, Level 70. Haben wir irgendwas Level... Oh, schade. Da hätten wir uns auch nochmal reich machen können. Aber warte, soweit ich mich richtig erinnern kann, ist es möglich, da hinten... Maybe I don't want something. Ist es möglich, hier bei Nacht... Warte, ich warte jetzt noch mal kurz, bis es nachts ist. Also 9 am, ich muss viel länger warten. Shit. So, dann warten wir noch mal 7 Stunden. So, und jetzt sollte es eigentlich möglich sein, mit der Rolle da reinzugehen und sich doch mal, reicher zu machen. Ah, ich muss es hier machen. Dann speichere ich es nicht, dass ich gleich gesehen werde. Hä? Was war das? Was war das? Habe ich die Fähigkeit in die Luft gemacht, oder? Komm. Weißt du, was ich vorhab, oder was? Speak freely, friend. Hey, get the fuck out of here. Komm. Bitte. Bitte geh. Ich will doch nur da rein. Okay, ich probier's jetzt einfach mal. Aber okay, es geht. Aber jetzt haben sie gleich Bock. So. You fucking outlaw. Komm, jetzt sollte ich sicher sein. Doch nicht. Okay, ich scheiße einfach drauf, komm. Ich brauche das Geld nicht. So, dann, komm, dann begeben wir uns jetzt zurück zum Handelshaus. Hat es nachts geschlossen. Ich glaube, so weit ist das Spiel noch nicht. Nee, hat es nicht. So, dann verkaufen wir die ganzen... Habe ich doch Mondzucker dabei? Ich habe Mondzucker dabei. Komm, ich place es dir hier mal ganz entspannt auf den Boden. Das gehört nicht dir. So, dann... Hau mal beides weg. Die ganzen Waffen hau mal weg. Kleidung. Behalte ich nicht. So, die ganzen Zutaten behalte ich. Drain Strength brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Drain Magicka auch nicht. Ebenfalls nicht. Und ja, das war's auch schon. 2 Flaschen, die ich nie aufgesammelt habe, glaube ich. Seelenstein brauchen wir auch nicht. Basketball, was habe ich denn für einen Scheiß dabei? So, ich glaube jetzt... Das brauche ich auch nicht. Habe ich das schon gelesen? 300. Aber er gibt mir nicht so viel. Mal schauen, ob wir auf 400 hochhandeln können. Ich probiere erstmal 370. Nicht, dass das schon zu unrealistisch war. So, 370, easy. Easy. So, dann ist es schon mal geklärt. So, und dann ab nach Balmora. Land of the Dreams. Ich weiß, dass du zuhörst. Musst du nicht sagen. So dieses E-Spamming. Ja, echt, also Morrowind ist ganz weit oben. Ganz weit oben.
We make a special trip just for you. Same low price. I appreciate that. So, dann gehe ich gleich mal zum Kaios Kosadas. Der gibt uns nämlich auch, soweit ich mich richtig erinnere, ein bisschen Gold, um uns ausrüsten zu können. So, ich will, dass es Tag ist. Es deprimiert mich. So ist schon besser. So ist es schon besser. Ich glaube, die Magiergilde habe ich schon ganz abgeschlossen, die Kriegergilde noch nie. Da hat es mich auch immer interessiert. Ich weiß es bis heute nicht, was in dieser Tür oder Falltür, ich weiß nicht mehr, was es ist. Da gibt es eine Falltür im Keller oder eine normale Tür, was auch immer, die ein Level 100er Schloss besitzt. Der war ich noch nie drin und ich interessiert es immer, was da krasses drin ist. So, yep. Blade Trainers. So, 200 Gold, ich danke. Mage's Rain, next Half Timber and Stonehouse North sits between the Twin Towers and the North Gate. Was kann ich denn mit ihr anfangen? In Caldera. Blades Trainers. Ich brauche keine Blades Trainers. Na gut, unser Journal wird jetzt hier die ganze Zeit geupdatet. Es schadet nicht. Je mehr Informationen wir haben, desto besser werden wir in Morrowind zurechtkommen. Gut. Was kannst du mir denn beibringen? Nichts, was ich jetzt unbedingt benötige. So. Hat er da unten nicht so eine Skooma-Pfeife? Ja. Der kleine Junkie, der. So. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wir haben jetzt... this is one of the Blades under his command. Ja, die Blades weiß ich. Die ganzen Blades interessieren mich jetzt nicht. Has inducted me into the Blades, Imperial Intelligence Service. Ja. Will be my spy master, I'll follow his orders. Hatte mir denn schon irgendwelche Orders? First thing, Polygram, you're new and you look here. Here's 200 rakes, a decent weapon or armor or a spell. And second thing, you need a cover identity. Okay. Freelance adventurer is a common profession. Fire skilled mage, shield, and burgled. Advance in the ranks, gains. Or go out on your own. Then when you're ready, come back. Ach so. Das finde ich schön. Wir haben jetzt gleich mal selber die Chance, irgendeine Gilde aussuchen zu können. Fighter skilled, mages skilled, Imperial Cult or Imperial Legion. Vom Imperial Cult habe ich eigentlich echt noch nie was gehört. Ich weiß auch gar nicht. Warte. Aber ich habe eigentlich Bock auf die Mages Guild, weil ich finde, die Grundvoraussetzung für gutes Überleben in Morrowind ist Magie. Also es sieht echt geil aus, das Spiel. Also mit der Mod meine ich natürlich. Aber auch so könnte man das heute immer noch absolut ohne Mods spielen, finde ich. Aber so ist es natürlich noch besser. So, da haben wir sie schon. Was haben wir denn jetzt alles im Inventar? Okay, 800 Draken ist schon mal ganz gut. Ich nenne es immer noch Draken, weil es ursprünglich Draken heißt. So, dann treten wir gleich mal der Magiergilde bei. Wir behandeln das einfach als Verzauberung. Komm. Will you take? Yes, a member or associate. When you're ready, you can ask duties. I don't have any duties, associate. Agira, stimmt. Für Agira, was hast du denn für Spells? May I help you? Mein Rank ist zu niedrig. Alles klar, du Sau. Warte, kann ich mich da bedienen, ohne gleich gepeitscht zu werden? Kann ich, chillig. Also das Problem in Morrowind ist, man benötigt selber Equip, um Alchemie betreiben zu können und kann nicht einfach wie in Skyrim zu irgendeinem Tisch hingehen und das machen. So, nee, das bringt mir nichts. Brauche ich auch nicht. Small Chest Level 15. Warum stellen sie denn da eine Level 15 Chest rein? Hello, Outlander. I hope you won't take too much of my time. Ah, ich liebe das Spiel. Ich liebe es. House of Troubles. So, hier ist einiges an Equip. Kann ich das nehmen? Ich speichere mal ab. Nein, kann ich nicht. Es ging gleich alle völlig ab. Es tut mir leid. Ich dachte, ich bin hier Teil der Gilde. Natürlich darf ich mich deswegen nicht
Ajira does not like Tilvan, but even Khajiit liked the smell of bug musk. Try some and smell how all the women like you. So, Bart, what the duties? Yeah, mushrooms. So, haben wir alles schon gespeichert? Ich weiß auch, wo wir hin müssen. So, Bart, kannst du uns gleich... So, wie viel kostet denn das Schöne? Wir können einiges tragen. Wir können einiges tragen. So. Bast, oh boy. Wieso hast du denn nur auf Master-Level so ein Ding? Ein Mörser und Schlüssel. Was denn, hast du irgendeinen Trank für... Water Breathing, für Levitation? Fire Shield. Nein, wie es aussieht, hat sie das. Oh, doch. Perfekt. Perfekt. Nehmen wir uns gleich mal mit. Für 25, 24. Wir machen uns bei jedem unbeliebt. Okay. War auch eine krasse Preissenkung. So, was hast du? Training. Conjuration. Wir haben noch zu wenig Gold. Aber es wird bald einen guten Weg geben, um viel Gold zu machen. Kann ich vielleicht selber schon Levitation anwenden? Das ist die Frage. Great Resist Fire Summon for 60 Seconds. Ein Bone Walker. Reicht unser Skill überhaupt aus, ist die Frage. Und ein Langschwert. Ich probiere erstmal das Langschwert. Dann kann ich gleich das andere Schwert... dann können wir gleich so effizient vorgehen. So, was für ein Damage macht denn das Langschwert? 32, 44, 40. Okay, ist auf jeden Fall besser. Dann verkaufen wir auch gleich mal das Schwert. Ich danke dir. Was hast du noch für Spells? Können wir den Bone Walker auch schon? Ist verdammt teuer. Ich warte erstmal ab. Jetzt würde ich erstmal Levitation als Priorität setzen. Calm Creature. Ne. Levitate. 400. Puh, ich hoffe, es funktioniert. Ich speichere nochmal, falls es nicht funktioniert. Weil dann werde ich einfach irgendeinen Beschwörungszauber erlernen. So, Levitate. Magicka reicht nicht aus. Warte, dann chill ich mal kurz hier ins Bett rein. Dann schaue ich mit voller Magicka Levitation. Ja, kann ich. You failed, aber es würde funktionieren. Dann behalte ich den Spell. Es wird einiges einfacher machen. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Alles abgeschlossen. Hallo. So,